wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des MTI Know-How Coffees. Der erste Know-How Coffee in diesem Jahr mit meiner ehemaligen Know-How Coffee-Kollegin Susie Graham ist wieder bei mir. Hallo Susie. Ja, hallo, guten Morgen. Ich fühle mich sehr geehrt, Farina, dass ich mit dir ins neue Jahr starten darf im Know-How Coffee. Schön, dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Susi, sagst du noch ein, zwei Worte vielleicht zu dir für die ganzen neuen Leute, die uns ja ständig immer wieder zugucken? Ja, sehr gerne. Ich bin Susie Graham und ich schalte mich heute Morgen aus Cork zu, bin International Senior Consultant, spezialisiert auf internationale Trainingsprogramme, hauptsächlich im Bereich Sales und Leadership und nun schon seit fast 8 Jahren ein Teil des Machwort-Teams. Ja, sehr lange schon, sehr viel länger als ich. Aber ich freue mich immer wieder, wenn du hier bei mir bist. Und du hast ja heute auch das perfekte Thema eigentlich für die erste Folge des Jahres. Ne? Denn wir sprechen mit Momentum in 2022 starten. Tools, hilfreiche Tools zur Arbeits- und Selbstorganisation. Ja, das ist immer das Thema am Anfang jedes Jahres, oder Susi? Gefühlt wird man damit überhäuft. Genau, also wenn dann jetzt solche Themen natürlich haben dann Hochkonjunktur und so sind wir auch auf den Zug mit aufgesprungen. Vielleicht ja aber mit der einen oder anderen Überraschung oder auch was Neuem. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Genau, ich bin dann der Anfang des Jahres, ich bin nicht so der Vorsätze fürs neue Jahr-Typ. Da mache ich nicht so mit, weil das bricht man eh meistens wieder. Aber für mich hat so der Anfang des neuen Jahres, ich mag das sehr, weil dann alles frisch ist. So, weißt du, du hast praktisch so ein Clean Slate und kannst ganz neu ins neue Jahr starten. Und ich nutze das dann wirklich auch, um mir Gedanken zu machen, okay, wie kann ich mir das Leben denn ein bisschen leichter machen? Oder wie kann ich mich selber organisieren, um einfach vielleicht ein bisschen mehr Struktur in den Arbeitsalltag zu bringen? Und du hast heute perfekte Tipps für uns mitgebracht. Ja, und da hatten wir auch dazu schon in der letzten Folge, wo es um positive Psychologie geht, auch den Gedanken, dass man ja wirklich jeden Tag, es muss nicht der Jahresanfang sein, sondern jeden Tag die Möglichkeit wieder hat, was Besonderes in den Tag einzupflegen, also was Besonderes einzubringen, den Tag besonders zu machen. Denn wenn ich ihn nicht besonders mache, meistens ist es so, dass es die Außenwelt es nicht für mich besonders macht. Deswegen ist es gut, sich da Gedanken drüber zu machen. Wir haben versucht, dass wirklich zu komprimieren jetzt hier für die 20 Minuten und erst nochmal Prost hier mit dieser wunderschönen MTI Know-How Coffee-Tasse. Vielen Dank auch nochmal dafür. Ich bin froh, dass sie pünktlich angekommen ist. Meine Know-How Coffee-Tasse ist in der Spülmaschine. Ich habe Moin. Die kenne ich ja auch schon. Bei uns im Norden sagt man Moin. Ja, Moin ist auch super. Die Tasse mag ich auch sehr gerne, Verena, eine alte Bekannte. Aber ja, ich habe mich sehr gefreut, deswegen und heute für die Folge ist sie natürlich aktiv, die Tasse. Ich habe etwas vorbereitet hier für uns für heute, um dem Ganzen ein wenig Struktur zu geben. Und dann wollen wir mal anfangen. Ich hoffe, du siehst jetzt meinen Bildschirm. Ja. Sehr gut, man arbeitet so viel, wir sind ja jetzt hier bei Zoom, so viel mit MS Teams diese Tage, das ist ja nochmal sich auch wieder dran gewöhnen. Auch also, lauter Tools, ne? Auch lauter Tools, genau, und die dann so schön zu bedienen. Wir haben heute, wie du schon gesagt hast, mit Momentum ins neue Jahr starten und dazu Tools zur Selbst- und Arbeitsorganisation. Und alles beginnt mit einem Überblick einer Struktur für den heutigen Tag. Und da habe ich jetzt einfach mal die wichtigsten Tools zur Selbst- und Arbeitsorganisation aufgelistet und würde sagen, wir gehen dann chronologisch durch vom Anfang und gucken mal, wie weit wir kommen. Der Rest vielleicht dann in die Shownotes. Ja, nein, natürlich nicht. Also liebe Zuschauer, das wollen wir Ihnen jetzt nicht antun. Und gerade wenn wir schon so ein Thema haben zum Start ins neue Jahr, dann nicht. Also diese Tools, es ist gut, die alle zu kennen und zu wissen. Das kann man sich aber sehr gerne ja auch gut selbst nochmal durchlesen. Dazu braucht man uns jetzt nicht. Dazu einmal für alle.
Nicht unbedingt, würde ich sagen. Okay. Und es ist ja noch früh am Morgen, also hier in Irland 20 nach 7. Das heißt, jetzt sind hoffentlich alle wach. Und ja, also keine Sorge, wir werden jetzt nicht chronologisch durchgehen, aber es ist gut, sie mal gesehen zu haben. Also ja, und das ist auch all das, was einem am Anfang des Jahres oder auch schon gegen Ende des letzten Jahres immer entgegenfliegt. Also das ist so, das habe ich ganz oft gelesen in den letzten Wochen. Ja, und das sind wirklich ja auch gute, hilfreiche Tipps. Wir wollten aber jetzt heute, habe ich mir überlegt, ein bisschen mehr auf die Praxis, also wirklich Beispiele aus Erfahrung, wo ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe und die auch ein bisschen mehr noch mit der inneren Einstellung zu tun haben und die man, wenn man das selber liest, vielleicht nicht immer so fühlen kann. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, diese 20 Minuten, die wir haben, da rein zu investieren und alle diese Dinge dann, dass sich die jeder selber nochmal durchlesen kann, wenn er sie nicht schon durchgelesen hat. Ich bin gespannt. Wir verlinken Ihnen natürlich die Informationen zu diesen ganzen Tools unter dem YouTube-Video, wenn Sie sich damit auch beschäftigen möchten. Aber jetzt bin ich gespannt, was du uns denn dann wirklich mitgebracht hast. Ja, also genau, fangen wir an am Start des Tages. Und zwar, der Morgen bestimmt die Qualität für den ganzen Tag. Und dass man sich das einfach mal bewusst macht, auch in Unterhaltung. Wir hatten das ja auch schon, wenn man so fragt, ja, wie geht's dir heute? Und dann sagt jemand, ach, ja, ich bin heute nicht so gut in den Tag gestartet. Und irgendwie seitdem, ja, ist irgendwie, dann ist das schon so, ist das wie so ein Nebel, der über dem Tag liegt. Also der Morgen ist ganz wichtig und da hat man auch noch die Möglichkeit, den Tag bewusst zu starten und da wirklich so einen Input zu geben in den Tag, der in die Richtung ist, wie man denn sein möchte, was man erreichen möchte, wie man wirken möchte, wie man sich selber fühlen möchte. Und wirklich sich das zum einen bewusst zu machen, dass man diese Kraft hat, über den Tag zu bestimmen, wie der auch aus sich dann, also wie der weiterverläuft und das auch bewusst wirklich zu gestalten. Und was beim bewussten Umgang mit dem eigenen Tag und der Zeit wichtig ist, als allererstes ist schon mal der Tipp, den Snooze-Button zu eliminieren. Der Snooze-Button. Aber er ist mein Freund, Susi. Ich weiß, auch gefühlt ist er auch mein Freund, gerade in dem Moment, wenn ich ihn betätigen möchte, weil es einfach noch so schön warm und gemütlich ist. Aber wir überleben es immer, wenn wir aufstehen. Also das noch dazu, das ist immer mein Takeaway dann im Anschluss. Wenn ich dann wirklich mal aufgestanden bin, ist es dann okay. Und ich doch. Ja, Mann, genau. Genau, man hat es dann doch irgendwie geschafft. Es ist nur die Sache, wenn ich jetzt den Snooze-Button immer weiter betätige, dann sage ich mir unterbewusst schon, ja, dass ich fremdbestimmt in den Tag starte. Also dann geht das immer weiter und ich reize es ja bis zum Schluss aus. Und ich sage mir halt auch, ich habe den Alarm ja mal gestellt, ne, mit dem Sinne, da um diese Uhrzeit aufzustehen. Und das heißt, wenn ich den Snooze-Button immer weiter drücke, dann trage ich mich so in den Tag. Das heißt, ich bin schon, also gerade für Tage, wenn man jetzt frei hat, ist das irrelevant. Aber wenn wir jetzt wirklich von ausgehen, okay, Arbeitsalltag und ich möchte bestimmte Dinge wirklich erreichen, dann für dieses selbstbestimmte Gefühl einfach schon mal so den Tonus zu setzen, ich kann diesen Tag selbst bestimmen und ich bin da auch, ja, sozusagen durchgängig mit, den Snooze-Button nicht betätigen. Das ist schon mal die erste Sache. Und dann auch diese erste Stunde des Tages darauf achten, dass es keine digitalen Ablenkungen gibt, die eine direkte Reaktion verlangen. Das heißt, E-Mails checken und beantworten, WhatsApp-Nachrichten checken und beantworten. Also dieses, weil damit sage ich mir am Morgen schon, dass ich, also damit bin ich schon direkt reaktiv. Das heißt, ich habe diese Pole Position dafür dahin ausgerichtet, reaktiv zu sein. Und zusätzlich ist es das, vielleicht kennst du das auch, womit man sich am Morgen beschäftigt, auch wenn es nur eine Nachricht ist, die man liest. Irgendwie geht das so den ganzen Tag mit einem mit. Also das zieht sich so mit. Das und stimmt schon. Ja. Also, du sagst es ja auch, der Morgen bestimmt die Qualität und wenn der Morgen dann schon schlecht gelaufen ist irgendwie, dann kennt man das ja, dann ist der Rest des Tages ja manchmal im Eimer, ne? Dann fällt es dann schwer, sich da wieder rauszuholen aus dieser morgendlichen Erfahrung.
Genau, und da diesen oder so ein paar Dinge, so ein Impuls, den man dann so mitnimmt. Und wenn dann Input, also man kann natürlich einen interessanten Artikel lesen, solche Dinge sind sehr gut, oder ja, Sport machen, oder manche Leute meditieren ja auch gerne, auch eine gute genau. Sache. Wenn Sie oder, Tipps für Meditation am Morgen haben wollen, da haben wir auch ein Know-how-Copy zu mit Manuel Schipput, kann ich sehr empfehlen. Genau, also da, das ist dann auch eher so eine Typsache, wie man gerne in den Tag startet, aber wirklich das so auszurichten, dass man da sich bewusst in den Tag begibt und nicht so auf alles reagiert, was einem da so entgegengesetzt wird. Dann noch, was dann auch noch damit reinspielt, ist so dieses, wir neigen auch dazu, uns diesen Reaktionen hinzugeben, weil viele kennen das vielleicht auch, dieses nervöse Gefühl am Morgen. Also wenn ich so durch den Tag gehe und gerade wenn eine Herausforderung bevorsteht und dann gehe ich da so durch, visualisiere das so ein bisschen, dann kommt dieses nervöse Gefühl schon auf. Vielleicht möchte man sich auch vor dem Tag drücken und erinnert sich an die schönen Tage, an denen diese Ereignisse nicht, keine Präsentation, wo man einfach so schön vor sich hinarbeiten konnte. Und da einfach dieser bewusste Umgang, den zu pflegen damit, dass das ganz normal ist, das hat nämlich auch, also was ganz Menschliches, das hat nämlich ja damit zu tun, dass der Cortisolspiegel, deswegen hatte ich hier auch im Hintergrund die chemische Zusammensetzung also von Cortisol, dass der Cortisolspiegel beim Menschen am Morgen am höchsten ist. Und auch Menschen, die man vielleicht ja, bewundert oder ja, die sich so sehr, wie soll ich sagen, selbstbewusst rüberkommen, also wie jetzt zum Beispiel hier Christine Lagarde oder Obama, die haben das auch. Dann ist, oder hier, ich hatte auch noch mein, ja, hier das Zitat von Elon Musk: I feel fear quite strongly, but if what I'm doing is important enough, then I just override the fear. Mhm. Ist praktisch dann, wie man damit umgeht. Also jeder hat dieses Gefühl und ja. Es gibt dann den einen diese Tendenz, sich dem hinzugeben und zu sagen, oh, ich bin halt nicht aus dem Holz geschnitzt, oder ich ja, nehme das einfach so hin und ja. Mache trotzdem weiter. Ja, also ich kenne das selber auch, wenn ich weiß, also ich wache morgens auf und weiß, ich habe dann sofort meine To-Do-Liste im Kopf und wenn die sehr lang ist, dann spüre ich diese Nervosität physisch tatsächlich. In den Fingern kribbelt das schon so. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, dann gehst du im Kopf durch, ja, das musst du machen und das und das. Und dann fallen dir noch tausend andere Sachen ein. Was machst du dagegen, gegen dieses nervöse Gefühl am Morgen? Ja, also tatsächlich die Sache, die auch wissenschaftlich bewiesen ist, wie man den Cortisolspiegel wieder senkt, ist Sport. Und sorry. Das ist immer Sport. Und tatsächlich am besten auch was mit hoher Herzfrequenz. Okay, also richtig ins Schwitzen kommen. Ins Schwitzen kommen, dagegen angehen. Und was für mich sehr gut funktioniert, ist was mit Gewichten. Und einen Moment, natürlich habe ich mich dann auch etwas vorbereitet. Ich sehe mich mal gucken, ich sehe mich ja gerade nicht doppelt, dass ich hier so, dass ihr das auch, dass das alle sehen können. Also das hier hätten wir jetzt ein Kettlebell, ja. Ein Gewicht. Und ich mache tatsächlich immer morgens, also mein Tag fängt so an, der Wecker klingelt um 6 Uhr, dann überlege ich mir, ob ich den Snooze-Button betätigen möchte. Widerstehe dem. Nein. Nein, stehe einfach auf, gehe runter, trinke ein Glas Wasser, putze mir die Zähne, damit ich mich ein bisschen aufwärme. Und dann, während ich mir die Zähne putze, kommt meine To-Do-Liste ins Spiel. Ja. Ja. Genau wie bei dir. Und dann fängt schon an, dieses. So, dann gehe ich aber ins Wohnzimmer und habe hier meine Kettlebell und mache immer jeweils pro Woche ein anderes Workout. Also ich entscheide mich immer sonntags oder so für das Workout, was ich die Woche machen möchte, aber wirklich immer nur 15 Minuten. Also da gibt es ganz, ganz viel im Internet, ganz tolle Sachen, die auch wirklich sehr simpel sind. Und das mache ich. Und wenn ich dann danach an meine To-Do-Liste denke, dann ist es wirklich, als wäre ich ein anderer Mensch. Also ist es. Ja, also ich kann das sehr empfehlen. Allein schon, wenn ich das jetzt mache, ist das ein sehr schönes Gefühl.
Es war so ein bisschen, ja, auch und es hat natürlich auch gute, also ich mag gerne diese Gewichtssachen, weil es einen guten Einfluss auf die Körperhaltung hat und die ja auch dann, wenn die Körperhaltung, also immer wenn man aufrecht ist und so, dann kommt man auch mit Herausforderungen besser klar am Tag, finde ich. Ja. Das ist doch mal, ich muss das vielleicht auch mal ausprobieren. Ich sträube mich ja gegen Sport am Morgen. Ich bin ja eher so der Abendsportler, aber ich probiere das mal aus. Ja, und dazu auch noch der Tipp, was mir immer hilft. Ich habe dieses Buch auch gut für Tools zur Selbstorganisation und Arbeitsorganisation Atomic Habits von einem Autor, der heißt auch James Clear. Sehr witzig, ach, ja. Sehr guter Name für das Buch. Und da war das, was ich am meisten mitgenommen habe oder was mir am meisten geholfen hat, da geht es ganz stark darum, dass man sich nicht Ziele setzt und dann verfolgt, wie wild, wie man diese Ziele erreicht, sondern der Fokus mehr auf den Prozess. Und das kennt man ja schon, ne, dass viele sagen, so der Weg ist das Ziel und so weiter. Aber was mir am meisten geholfen hat, ist dieser Gedanke, den man sich setzen soll, in so einem, was würde eine sportliche Person machen? Also was würde ein Morgenmensch tun, wenn man das jetzt erreichen möchte? Was würde eine, also, da gibt es dieses Beispiel, what would a healthy person do? Also wenn man dann zum Beispiel im Restaurant sitzt, what would a healthy person do? Beim Mittagessen vielleicht nicht dann eher den Salat zu wählen, man neigt dann zu. Und ich denke mir das, also ich habe auch gerade so, what would a balanced person do? What would a fresh person do? Also diese Leute, die so strahlen, ne? So, das denke ich mir dann auch oft. Und ja, also wie gesagt, ich kann das sehr empfehlen, diese Das finde ich einen coolen Ansatz. Das ist so ein bisschen, ja, Selbsttraining ist das auch, ne? Weil man fragt sich dann, okay, was würde denn jetzt der sportliche Mensch tun? Und ich weiß ganz genau, was er tun würde. Der würde aufstehen und Sport machen. Ne? Also ja. Das ist ein schöner Ansatz, finde ich ganz gut. Ja, und deswegen halt auch, what would Christine Lagarde do? So, ne? Also diese Leute, die sind ja auch wahrscheinlich, wenn man sich mit denen unterhält, ganz, also die haben auch diese Gedanken, nur ja, machen die Dinge dann anders und treffen die Entscheidungen. So, dann kommen wir zu einem wirklichen Tool. Verena, wie lange haben wir denn noch? Wir haben noch ein bisschen. Ja, gut. Okay. Dann das, was wir vorher behandelt haben, waren so die Einstellungen und wirklich um dieses Fundament, den Start in den Tag zu regeln. Und jetzt kommt ein wirkliches Tool, was ich in der Praxis täglich praktiziere und was für mich sehr gut funktioniert und für Freunde, Bekannte, Kollegen auch. Und zwar ist das die 60-10-Regel. Und zwar... Genau, ist das die Arbeit eher als Sprint, als Marathon zu gestalten? Und das bezieht sich dann auch darauf, dass man nicht wie so in so einem Marathon auf Halbflamme läuft den ganzen Tag, sondern wenn ich jetzt, sagen wir, meine Präsentation fertigstellen muss, dass ich dann nicht alle Dinge parallel habe, Outlook offen habe, MS Teams verfügbar, den Handyton an, also all diese Dinge, sondern dass ich mich 60 Minuten hundertprozentig auf meine Aufgabe fokussiere und dann 10 Minuten was anderes für den Kopf mache, also eine Ablenkung sozusagen. Okay. Und dann aber 10 Minuten Pause, dann aber auch nicht am Schreibtisch. Also das ist ja wahrscheinlich dann wieder kontraproduktiv. Ne? Ja, ich habe dann so ein paar Impulse dazu. Und also erst nochmal für die 60 Minuten voller Fokus als Wiederholung. Das heißt wirklich, bewege dich nicht vom Platz. Also bleib, wo du bist. Nur diese Präsentation offen und voller Fokus darauf. Das heißt, Klingelton, also Handy auf lautlos, E-Mail aus, bei MS Teams, Not Disturb, also wirklich, oder am besten auch geschlossen, sodass du wirklich dich nur darauf konzentrierst und dich so, ich habe das jetzt mal genannt, ganz in so eine geschützte Fokusblase begeben kannst, also dass du wirklich keine äußeren Einflüsse hast. Gerade so ein Bild im Kopf, es gibt doch diese, ja richtig, so diese durchsichtigen Kugeln, wo man sich so rein... Ja, so ganz im Sinne von, so ganz wirklich darauf fokussieren und ganz konzentriert. Und
Ja, ich habe die Erfahrung gemacht. Erstmal ist es für mich ein schönes Gefühl, weil ich dann wirklich mehr geschafft bekomme und mehr so meine Stärken auch ausleben kann, als wenn ich nur so auf Halbflamme irgendwie versuche, alles hinzubekommen. Und Kollegen sind dann auch dankbar, weil das Resultat von der Qualität her auch besser ist. Und manchmal auch ein bisschen genervt. Also ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der beschwert sich dann immer, dass ich so schwer erreichbar bin, wenn er mich gerade erreichen möchte, kennt das aber schon. Und ich melde mich ja dann im Anschluss. Nur genau, es ist wirklich, also ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht und das passt auch gut zum, was wir gleich noch hinzukommen, aber dass dann auch wirklich die Qualität besser ist und das eigene Befinden auch, ne, dann hält man auch länger durch, dann braucht man vielleicht nicht schon nach einem Monat jetzt im, also da muss man vielleicht nicht schon wieder 2 Wochen im Urlaub im Februar, ja, nach dem Weihnachtsurlaub, wenn man sich das so gestaltet. Genau, und dann dieses 10 Minuten Ablenkung, die du schon angesprochen hattest, da wirklich was ganz anderes machen. Vielleicht einfach mal kurz vor die Tür, ein guter Kaffee, vielleicht auch Musik hören, ein bisschen bewegen oder einen interessanten Artikel lesen. Also wirklich was für sich selber tun, auch so ein bisschen als Belohnung. Und das kann man natürlich auch schön machen, jetzt von zu Hause aus arbeiten. Das ist ja der Vorteil, dass man da so ein bisschen flexibler ist, also was auch gerade solche Dinge wie vielleicht Musik hören oder so, ja, angeht. Ja, man kann sich, glaube ich, noch so ein bisschen besser entkoppeln als im Büro dann, ne? Genau, ja. Also das ist eine sehr gute Methode, die für mich gut funktioniert. Und dann was anderes noch, auch, es hat so ein bisschen mit dem Start des Tages zu tun, aber jetzt am Arbeitsplatz, also jetzt nicht mehr bei mir im Wohnzimmer mit dem Kettlebell, sondern wirklich am Schreibtisch. Und das sind zwar, dass ich mir immer morgens überlege, manchmal auch schon am Vortag, was sind so, ich habe das die 5 magischen Tageserfolge genannt, was sind 5 kleine Ziele, die ich an dem Tag erreichen möchte, so dass ich das Gefühl habe, dass meine Arbeit gut investiert war. Okay. Und deswegen vielleicht die Italien-Liebhaber werden es erkennen. Hier im Hintergrund sieht man Rom. Auch dazu die Anekdote, Rome wasn't built in a day. Das alles ja, genau, auf kleinen Bausteinen, auf vielen kleinen Erfolgen beruht normalerweise. Also nichts sofort da ist, auch ein Erfolg. Und wenn man sich das mal so vor Augen führt, wenn ich jetzt 5 Dinge, Erfolge am Tag habe, 5 Dinge wirklich erledigen kann, sind das schon 100 im Monat und 1200, also ganze Erfolge im Jahr und das auch noch auf einer humanen 5-Tage Arbeitswoche, also jetzt ohne das Wochenende. Das heißt also, bedeutet das also, wenn ich meine To-Do-Liste schreibe für den Tag, dass ich da nicht mehr als 5 Sachen draufschreibe, die ich erledige? Oder ist mit Erfolge vielleicht noch was anderes gemeint, außer meine To-Do-Liste, was ich jetzt heute unbedingt abarbeiten muss? Also ich schreibe mir erstmal die To-Dos auf, die können auch mehr sein als 5. Und dann extrahiere ich daraus, je nachdem, was ich gerade erreichen möchte. Zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade ein Trainingsprogramm designen. Und für mich ist es dann ganz wichtig, bis zum bestimmten Datum, sagen wir jetzt mal bis am Donnerstag, dass die Materialien wirklich fertig sind und ich damit richtig zufrieden bin. Dann ist mein voller Fokus darauf. Und dann würde ich aus den, sagen wir jetzt 8 Dingen, To-Dos, die ich mir ausgeschrieben habe, 5 extrahieren, die dann auf mein aktuelles Ziel einzahlen. Ah, okay. So ist das. Also es ist schon bei mir eher auf den Arbeitsalltag gerichtet. Und ich habe da tatsächlich auch dieses Buch dafür. Ich sitze gerade hier. Was, ja, let's do this. Genau. Was nur beinhaltet praktisch diese einmal eine Punkt für To-Dos, wo man mehr Platz hat und dann Today's Priorities heißt das hier, wo 5 Bullet Points sind und cool. So strukturiere ich mir das ganz simpel. Meistens am Morgen oder wenn ich schon früh ein Meeting habe, dann am Abend vorher. Ich mache es gerne abends vorher. Ich bin ja so, so endet mein Arbeitstag tatsächlich. Ich schreibe mir dann immer meine Liste für den nächsten Tag, was liegt an, was muss ich machen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das für mich ist der Feierabend dann irgendwie entspannter, weil ich so das Gefühl habe, ich bin gut vorbereitet für den nächsten Tag.
Ja. Ja, das ist auch eine gute, wirklich, finde ich, auch eine gute Methode. Und dann hat man es auch so im Griff und man sich schon mal mental im Vorfeld, so praktisch, als wenn man schon mal geübt hat für den nächsten Tag. Genau Man so. schon einmal durchgegangen. Ein Proberaum. Genau. Und jetzt zum Abschluss noch, auch immer wichtig, finde ich, bei allem, just do it. Noch ein Impuls zur Umsetzung. Also ich finde, bei allem ist es wichtig, es nicht zu viel zu überdenken. Das heißt, der Sport am Morgen, der Snooze-Button, die 5 Tageserfolge generell oder was es auch immer ist, einfach mal ausprobieren und gucken, ob das für einen was ist. Das ist meistens besser investiert, als sich vorher mental den Kopf darüber zu zerbrechen. Und in dem Sinne einmal nochmal der Impuls und als Wiederholung aus dem Buch Atomic Habits von Mr. James Clear. What kind of person would I like to be today? Also jetzt, wir sind ja noch am Morgen, was das Schöne ist. Und dann mein Handeln danach ausrichten. Und das passt dann auch sehr gut nochmal zu den 5 kleinen Tageserfolgen oder Zielen. Und da würde ich empfehlen, jetzt am Morgen sind wir ja noch wirklich, sich einfach mal aufzuschreiben, was sind so 5 kleine Ziele, die ich mir für heute setze, sodass ich, wenn es dann, sagen wir mal, 17:30 Uhr ist, ich das Gefühl habe, dass meine Lebenszeit, genau, Kompetenz gut investiert war. Ja, das ist doch ein sehr schöner Abschluss. Vielen Dank, Susi. Magst du die Teilung einmal wegnehmen, damit wir dich zum Abschluss noch einmal vorsehen können? Ja, Gerne. ich liebe ja so Praxistipps. Also, ne, was man sich mitnehmen kann und gleich ausprobieren kann, das sind mir die liebsten Know-how-Copies. Vielen Dank dafür. Ja, sehr. Also es ist mir immer eine Freude, hier zu sein. Und ich finde auch diesen Gedanken so schön, dass man immer zusammen in den Tag startet mit so einem guten Impuls. Also wenn wir nochmal uns an die Folie erinnern, da hatte ich ja den Term qualitativer Input. Also ich finde es schön, wenn wir zusammen qualitativen Input am Beginn des Tages gestalten können. Und hoffe, ja, es hat Spaß gemacht, dem zuzuhören. Und für alle, die jetzt enttäuscht sind, dass es nicht die Pomodoro-Technik gab, die ABC-Methode oder auch Scrum, wir senden das in die Shownotes. Ne? Habe ich richtig Wir haben da verstanden? Infos zu. Wir machen das gerne in die Infobox, aber das ist doch ein wunderschöner Abschluss. Qualitativer Input am Morgen, den bekommen Sie definitiv bei uns. Wir freuen uns, dass Sie diese Folge angeschaut haben. Wir hoffen, Sie haben ganz viel daraus mitgenommen. Nächste Woche gibt es auch wieder sehr qualitativ hochwertigen Content. Wir sprechen über Digital Learning in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Denn innovative E-Lösungen gehen nicht nur in Konzernen und wir zeigen Ihnen wie. Ein sehr gutes Thema, sehr spannend. Ich freue mich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, einen schönen Restdonnerstag und ich sage schon mal ein schönes Wochenende. Ciao. Vielen Dank, Verena. Tschüss. Bis bald. Tschüss.